Hallo und willkommen zurück zu Dave's Film Talk. Endlich habe ich es geschafft, diesen Film hier nachzuholen, Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Und das war jetzt noch der letzte Film aus der Oscarsaison 2014-15, den ich nicht gesehen habe. Das habe ich jetzt nachgeholt und da war ja damals kurz vor der Oscarverleihung der Aufschrei sehr groß, als dieser Film tatsächlich nur eine Oscar-Nominierung erhalten hat, nämlich für das beste Originaldrehbuch und dann am Ende komplett leer ausgegangen ist. Denn dieser Film, Nightcrawler, wurde sehr, sehr gehypt und jetzt schauen wir doch einfach mal, ob dieser Film diesem Hype gerecht wird. Jake Gyllenhaal verkörpert einen jungen Mann mit dem Namen Lou Bloom, der weder einen vernünftigen Abschluss noch eine Ausbildung vorzuweisen hat und sich mehr schlecht als recht mit Diebstählen über Wasser hält. Bis er dann eines Nachts an einem Unfall vorbeifährt und beobachtet, wie zwei Kameramänner die ganze Szenerie aufnehmen. Also wie die Polizisten die verletzte Frau aus dem Auto ziehen und so weiter. Und er findet dann heraus, dass es sich um sogenannte Nightcrawler handelt. Das sind Menschen, die nachts mit ihrem Auto durch die Gegend fahren und den Polizeifunk mithören und dann möglichst schnell an einen Unfallort oder einen Tatort hinfahren, um dort möglichst gute Kameraaufnahmen machen zu können und das dann an den höchstbietenden Sender zu verkaufen. Lou denkt, naja, das kann ich auch, und er kauft sich dann eine Kamera. Und sehr schnell merkt man, dass er ein richtiges Talent dafür hat, denn er hat keine Scheu, irgendwie dann am Tatort an den Polizisten vorbeizurennen, um dort möglichst tolle Videos drehen zu können. Und so macht er in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viel Geld. Nur merkt er dann, naja, mit spektakuläreren Videos lässt sich mehr Geld verdienen. Und so versucht er immer häufiger vor der Polizei an einen Tatort zu kommen, um dann das Ganze so zu arrangieren, damit das möglichst spektakulär aussieht und damit er mehr Geld verdienen kann. Und so ist dann Nightcrawler tatsächlich mal ein Film, in dem unser Protagonist sehr, sehr ambivalent ist und dann tatsächlich schon fast mehr ein Antagonist ist. Nightcrawler ist mal so eine richtig bitterböse und düstere Mediensatire. Denn mit fortschreitender Handlung wird immer klarer entlarvt, wie unwichtig der Wahrheitsgehalt hinter Nachrichten eigentlich ist. Die Sender wollen möglichst spektakuläre und blutige Bilder senden, um so die Einschaltquoten in die Höhe zu treiben. Und da muss man wirklich sagen, ist das Drehbuch von Dan Gilroy, der hier auch gleichzeitig sein Regiedebüt gegeben hat, brillant. Denn wir werden so langsam in diese Medienwelt eingeführt und zusammen mit unserem Protagonisten Lou lernen wir so langsam die Mechaniken dahinter kennen und können dann beobachten, wie Lou diese für seine Zwecke eiskalt ausnützt. Und da muss man auch sagen, der letzte Schlussakt dieses Films ist einfach nur brillant. Das nimmt am Ende so groteske Züge an. Der ganze Mythos des American Dream, also vom Tellerwäscher zum Millionär, wird hier komplett ad absurdum geführt, so dass man hier die Herangehensweise an dieses Thema hat, wie ich sie so noch nicht gesehen habe. Der Name, der natürlich immer in Verbindung mit diesem Film genannt wird, ist Jake Gyllenhaal. Und es ist echt erstaunlich, was dieser Kerl in den letzten Jahren für eine Entwicklung genommen hat. Der haut ja eine Wahnsinns-Performance nach der anderen raus und das Ganze gipfelt jetzt in Nightcrawler. Und eigentlich ist das ja ein sehr sympathischer Mensch, zumindest in seinen Interviews macht er den Eindruck, aber hier kriegt man wirklich Angst vor diesem Menschen. Du siehst ihm den Wahnsinn in seinen Augen an. Das ist ein waschechter Soziopath und man merkt einfach, dieser Kerl ist zu allem fähig. Der kennt keine Grenzen, der hat keine Ahnung, wie man mit Menschen eigentlich umgeht, kann aber gleichzeitig so charmant und auch so sympathisch rüberkommen. Das ist einfach toll gespielt, so dass ich auch jeden verstehen kann, der damals eine Oscar-Nominierung gefordert hat. So sehr ich Bradley Cooper und Steve Carell auch schätze, ich bin großer Fan von Steve Carell, aber einer der beiden hätte wirklich weichen müssen für Jake Gyllenhaal, denn das, was der hier zeigt, ist herausragend. Und auch Reni Russo, die dann noch auch eine relativ große Rolle einnimmt, die beiden haben eine fast schon perverse Beziehung miteinander. Also da haben sie wirklich sehr gute Schauspieler ausgewählt für diese beiden Rollen und auch sonst gibt es keinen Ausfall bei den restlichen Schauspielern. So, jetzt ist dieser Film am Ende des Tages eine Mediensatire, aber in erster Linie natürlich ein Thriller. Und zwar ein sehr solider, aber kein großartiger. Denn ich bin nicht mit allen Entscheidungen von Dan Gilroy einverstanden, obwohl das Drehbuch grundsätzlich natürlich brillant ist. Und das fängt mit der allerersten Szene schon an, denn dort wird uns schon ziemlich deutlich gezeigt, dass Lou nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Da hätte ich mir wirklich ein bisschen langsameren und behutsameren Einstieg gewünscht, so dass wir beobachten können, wie Lou immer mehr dem Wahnsinn verfällt. So ist diese ganze Überraschung quasi schon vorweggenommen. Und ich denke auch, dass vielleicht dieser ganze Stoff in den Händen von jemandem wie David Fincher
besser aufgehoben wäre, gerade was das Pacing betrifft, das ganz gut ist, aber mir über weite Strecken dann doch ein bisschen zu seicht ist. So gegen, zum Ende hin wird es wirklich toll und da ist alles perfekt, würde ich meinen, aber ich denke, ja, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen und das wäre jetzt noch, ja, das ist jetzt vielleicht mein persönlicher Geschmack, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht Lou noch einen Schritt weiter geht, dass es noch ein bisschen extremer wird, so wie es jetzt ist, so wie das Ende jetzt ist, ist es toll. Aber vielleicht wäre es auch zu viel, so wie ich mir das vorstelle. Aber so den einen Schritt noch weiter, dann wäre es vielleicht noch eindrucksvoller gewesen. Aber gut, das ist jetzt nur meine Meinung. Und das alles ist jetzt Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Was mir aber wirklich nicht gefallen hat, ist die Musikuntermalung. Die ist in manchen Szenen atmosphärisch häufig, finde ich es, ziemlich unpassend. Und da möchte ich auch gerade nochmal David Fincher ranziehen. In Gone Girl finde ich die Musikuntermalung wesentlich besser. Und die unterstützt auch den ganzen Film besser als jetzt hier. Am Ende kann ich nur sagen, dass Nightcrawler ein sehr sehenswerter Film ist, der fantastisch aussieht, mit Jake Gyllenhaal einen sehr interessanten Hauptdarsteller hat. Und wir bekommen hier wirklich mal einen anderen Blick auf diese ganze Medienwelt. Dafür wird der Spannungsbogen eben nicht über die gesamte Laufzeit aufrechterhalten. So komme ich am Ende zu einer Bewertung von 8,5 von 10 möglichen Punkten. Ja, ich weiß, viele würden den Film vielleicht noch etwas höher einschätzen, aber da muss ich sagen, dass mir gerade im Genre des Thrillers noch das eine oder andere gefehlt hat, um dann eben eine 9 oder eben noch eine höhere Wertung zu rechtfertigen. Das war's mit meiner Kritik zu Nightcrawler. Habt ihr den Film gesehen? Wenn ja, würdet ihr auch sagen, dass er bei den Oscars etwas unterrepräsentiert war? Schreibt mir das doch in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.